Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema. Heute wollen wir uns mit einem Effekt beschäftigen, der vielleicht nicht so optimal ist. Eine Störung, den die Gleichstrommaschine so einfach mit sich bringt. Okay? Wir sprechen über die sogenannte Ankerrückwirkung. Was das ist, schauen wir uns kurz an. Ich habe hier etwas vorbereitet, weil es jetzt doch ein paar Diagramme sind. Jetzt möchte ich das nicht die Zeit verschwenden und da herumzeichnen. Was haben wir? Ich fange rechts unten an, weil links oben kann ja jeder anfangen. Rechts unten, weil ich hier einmal die Einführung machen will, was die Ankerrückführung überhaupt ist. Das soll eine Maschine sein, stilistisch, die zwei Pole, ja, die Erregerpole mit den Erregerwindungen, so da wird der Erregerstrom durchrennen. Da gibt es also ein Erregerfeld, was da durchgeht, und das Erregerfeld strömt hier von oben nach unten praktisch so irgendwie. Das teilt sich halt hier auf und das Teil strömt hier schön durch irgendwie. Wie es in der Realität ausschaut, naja, ungefähr genauso. Stellen wir uns das vor, das ist wie so Spannungslinien und die gehen halt da durch und so schaut das aus. Das ist das Erregerfeld. Geht das durch, dann mit den Norden, dann mit den Süden, mit den Stromrichtungen, die eingestellt sind. Das ist das Erregerfeld. Okay? So, mit dem Erregerfeld alleine fangen wir nichts an. Jetzt haben wir gesagt, wir schicken durch den Anker Ströme durch, die habe ich jetzt hier eingezeichnet, und wenn wir da anschauen, da rinnt der Strom rein, und da unten rinnen Ströme raus. Jeder Strom macht praktisch auch hier ein Magnetfeld, ein Ankermagnetfeld, und das schaut halt so aus, das geht halt da, so, ja, und so, und das schließt da drinnen, ja, und so. Das verwendet natürlich ebenfalls, und dann geht es halt da nach außen noch, ja. So irgendwie, geht da nach außen, zeichnen wir es auch durchgehend ein. Also so schaut das aus, gell? Und wenn man sich überlegen, wie das hier praktisch so geht es in diese Richtung. Das ist das Ankerquerfeld. Ja? Also das ist ein Erregerfeld. Das will ich haben. Okay? Und das ist das Ankerquerfeld. Das will ich eigentlich nicht, aber das entsteht halt einfach, weil der Anker Strom durchflossen ist. Wenn ich jetzt die Kombination aus beiden mir ansehe, ja, wenn ich die Kombination aus beiden mir ansehe und dann praktisch, dann also da oben geht das Ankerquerfeld ja in diese Richtung. Das heißt, das Erregerfeld wird hier herum praktisch in diese Richtung hier abgelenkt, ja, in diese Richtung hier abgelenkt und tritt nachher da ein, geht nachher da so quer durch, ja, und kommt da wieder außer und so irgendwie, ja, so irgendwie schaut das aus. Hier, das geht ebenfalls rüber, das kommt halt da nachher um, ja, so, das tanzt so durch praktisch, das Magnetfeld da ist eigentlich ganz wenig. Diese ganzen Magnetfelder, die zieht es hier so rüber, dann geht es quer durch den Anker durch und so tanzt es da praktisch durch die Gegend. Das ist das Feld, was so entsteht. Okay? Und wenn wir sich das jetzt anschauen, da die neutrale Zone, die hier eigentlich in der Mitte ist, ja, da tritt es ein, da tritt es aus, da ist die neutrale Zone. Die hat sich hier praktisch verschoben. Eine Verschiebung der neutralen Zone kommt da, ja, weil da tanzt es nachher da nach außen, da tritt es schon aus und kommt da wieder zurück. Die neutrale Zone hat sich hier verschoben. Okay. Bei kleinen Maschinen kann man das kompensieren, indem man einfach die Bürsten von der neutralen, es wäre ja schön, wenn die Bürsten in der neutralen Zone sind, ja, weil dann ist nämlich dieses Bürstenfeuer weg, was wir gesehen haben, ich glaube im ersten Video, vor der Gleichstrommaschine, das ist Bürstenfeuer weg,
weil ja nichts mehr induziert wird. Und dann verschiebe ich einfach die Bürsten in die richtige Richtung, verdrehe das um diesen Winkel da. Und es geht auch halbwegs. Ja? Aber das ist das Problem, es geht halbwegs nur. Es geht nur halbwegs. Was mache ich? Also das ist der Effekt der Ankerrückwirkung. Der tritt einfach auf. Durch das Ankerquerfeld verschiebt es mir diese schönen Feldlinien da. So, jetzt schauen wir uns das da an. Okay? Hier habe ich das nochmal aufgezeichnet. Ich habe das jetzt praktisch aufgebogen, die Maschine hier. Okay? Das da ist die neutrale Zone. Das ist auch die neutrale Zone. Ja. Und das ist halt ein Feld, also ein Pol, und das ist praktisch der nächste Pol. Das ist praktisch das so wupp, aufgebogen. Ja. Man kann sich das vorstellen. Das ist ein Erregerfeld. Wie schaut jetzt das Erregerfeld aus? Nun, da in der neutralen Zone ist nichts. Ja. Kein Erregerfeld. Back. Back. Da. Und unterm Pol habe ich ein Erregerfeld, idealerweise gleichmäßig. Okay? Und unter einem anderen Pol ist das Erregerfeld halt ebenfalls nur in die andere Richtung. Ja? Weil einmal kommt sie raus und einmal tritt sie rein. Das ist ja der untere Pol da. Gut, also das ist das Erregerfeld, das wünsche ich mir eigentlich. Okay? Das wünsche ich mir eigentlich. Was passiert jetzt da beim Ankerquerfeld? Nun, beim Ankerquerfeld, wie sieht das da aus, wenn ich mir das überlege? Eigentlich müsste das Ankerquerfeld ja hier am größten sein, in der neutralen Zone müsste es am größten sein. Das heißt, da müsste es relativ groß sein, aber da sind halt, das ist der Eisenspalt relativ groß. Okay? Da sind üblicherweise die Wände, da außen gibt es ja noch nirgendwo eine Wand vor der Maschine, da sind üblicherweise die Wände relativ weit entfernt. Das heißt, da in der neutralen Zone wird es zwar vorhanden sein, das Ankerquerfeld, aber jetzt nicht ultimativ stark. Sobald wir aber hier hineinkommen in den Polbereich, da ist ja wieder Eisen, da ist der Spalt sehr kurz, springt es da auf einen relativ hohen Wert. Ja? Und dazwischen, wie wir sehen, ist es einmal, geht es ein und einmal raus, das heißt, das macht so eine lineare Änderung. Okay, das ist das Ankerquerfeld. So schaut das da aus. Okay, ich schreibe das dazu. Habe ich jetzt dreckig gemacht, wahrscheinlich. Erregerfeld. Und Ankerquerfeld, wieder mit den gleichen Farben. Und jetzt überlegen wir sie, wie schaut das da aus? Ja? Wie schaut das Ergebnis aus, welches ich hier ernte praktisch? Ich zähle das einfach zusammen. Das heißt, da in der neutralen Zone haben wir ja nur das Ankerquerfeld. Zack. Ja? Dann da, jetzt gehen wir nach oben und gleichzeitig nach unten. Das heißt, wir gehen jetzt nicht mehr so weit nach oben. Dann steigt das hier und steigt das. Das heißt, hier habe ich praktisch das Ankerquerfeld und das Erregerfeld gemeinsam. Das heißt, da wird da irgendwo sein. Das wird so nach oben steigen, das ist parallel hier, die zwei Linien. Und dann fallen wir wieder nach unten, wieder genau auf das Ankerquerfeld. Okay? Also so wird das praktisch aussehen. Das ist jetzt das Feld mit Ankerrückwirkung. Schier. Ja? Was mache ich jetzt dagegen? Also ich habe gesagt, ja, in kleine Maschinen drehe ich das ein bisschen, aber da sehen wir schon, puh, das ist ja wirklich, das ist nicht gut. Da kann man vielleicht da irgendwo in die Sättigung rein und so weiter, das ist ja nicht optimal. Ich baue hier unten, hier im Polschuh, im sogenannten Polschuh, baue ich eine zusätzliche Windung ein. Okay? Und diese Windung, die ist durchflossen mit dem Ankerstrom. Ja? Eine sogenannte Kompensationswindung. Okay? Eine Kompensationswindung baue ich da unten ein. Und zwar baue ich die so ein, lege das so geschickt hin, dass das Magnetfeld hier ein Kompensationsfeld aufbaut, welches genau dem Ankerquerfeld entgegenwirkt. Okay? Also, so, buck, da genauso groß wie das Ankerquerfeld,
da genauso groß wie das Ankerquerfeld, nur in die andere Richtung und dazwischen, nur in die andere Richtung, drehe ich das so runter. Okay? Da in der neutralen Zone, wenn ich das da im Polschuh einbaue, in der neutralen Zone, da kann ich halt nichts machen. Ja? Da sind wir tot. Ja? Aber hier kann ich wieder das praktisch machen. Ja? Dann schaut das halt so aus. So, das ist das Kompensationsfeld hier. Ja? So schaut das aus. Wie gesagt, es gibt da drinnen Kompensationswindungen in den Polschuhen. Ja? Und da, das ist jetzt so geschickt, Strom durchflossen durch den Ankerstrom. Nehmen wir kleinen Ankerstrom her, weil der verursacht man ja das. Ja? Kleiner Ankerstrom wird das weniger, dann brauche ich ja wenig Kompensation. Praktisch, ne? Dass ich den Strom schon habe, ja, brauche ich jede Menge Erfahrung, dass ich das weiß, wie ich das dann drinnen aufteile, aber das haben die Hersteller, da das ja doch schon eine relativ alte Technologie ist, deswegen passt es. So, und jetzt zähle ich das zusammen hier. Ja? Jetzt zähle ich das hier zusammen, jetzt kommt das da wieder dazu, jetzt bin ich praktisch wieder fast da, ja? Weil jetzt bin ich ja praktisch wieder auf diesem Niveau herum, ja? Da tue ich was dazu, dieses Dreieckl ziehe ich weg. Ja? Das Einzige, was ich nicht in den Griff bekomme, ist das da, ja? Da in der neutralen Zone. In der neutralen Zone, also ich habe jetzt da hier praktisch hier so, ich bin fast da. In der neutralen Zone habe ich jedoch nach wie vor, da unter den Polen schaue ich schon wieder genauso aus wie das Erregerfeld, wie ich mir das wünsche. Aber in der neutralen Zone habe ich nach wie vor vom Anker Querfeld da irgendwelche Reste. So, was mache ich jetzt? Jetzt baue ich in der neutralen Zone Wendepole ein. Ja? Die lasse ich ebenfalls mit dem Ankerstrom durchfließen. Ja? Und diese Wendepole, Ziel dieser Wendepole an und für sich ist es, dass es einen entsprechendes Feld erzeugt, das genau das kompensiert. Das heißt, da nichts eigentlich. Das ist eh klar, unter dem Hauptpol kann ich ein Wendepol, aber da wo die Wendepol ist anpack, möchte ich genau das nur in die andere Richtung. Ja? Pack. So möchte ich das. So möchte ich das. Das heißt, das da unten sind Wendepole, Wendepolfeld. Die da dazwischen sitzen, also da irgendwo. Ja? Wendepolfeld, das da ist die Kompensationswicklung. Kompensationsfeld schreibe ich. Ja. Und wenn wir das alles zusammenzählen, dann sind wir wieder genau dort, wo wir sagen, okay, ich zeichne es nicht ein, weil das macht es vielleicht unübersichtlich. Das zudem nur dazu. Schauen wir wieder aus wie das Erregerfeld, wie das ursprüngliche Erregerfeld. Das ist das Ziel. Ja? Also wir müssen einen Heidenaufwand betreiben, um eben die Ankerrückwirkung zu kompensieren. Kompensieren da haben wir, wie gesagt, mit den Kompensationswicklungen, die hier drinnen sitzen, und mit den Wendepolen, die hier in der neutralen Zone drinnen sitzen. So schaut das aus. Ja? Und dann gelingt uns eine Kommutierung, dass das da in der neutralen Zone schön die Stromwendung macht. Okay? Das ist also die Ankerrückwirkung. Bei großen Maschinen wird da wirklich ein großer Aufwand betrieben, mit diesen Kompensation- und Wendepolwicklungen. Bei kleinen Maschinen, wie gesagt, verschiebt man die Spulen etwas. Kommutierung. Nächstes Mal reden wir über die Kommutierung. Wie funktioniert die Kommutierung? Wie geht die vonstatten? Okay. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.